Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer Trauerstunde. Fabi ist nicht mehr unter uns. Gut, wir haben ein Bett frei. Was fehlt hier an Material? Auch Material. Ach so, eine üppige Mahlzeit braucht 12 Kochmaterial. Das heißt, die 10 langen gar nicht. Schwierig. Ja, das mit dem Wölfeljagen war ja eine Spitzenidee. Da kann ich mir nochmal... Naja. Das heißt, die verhungern jetzt, weil sie das Einzelfleisch dann nicht... Doch, Mann, wir müssten noch normales hinten. Nee, auch 12 Kochmaterial. Das ist ja blöd. Das ist ja richtig doof. Wo kriegen wir jetzt Fleisch oder was zu essen her? Ich meine, bis die Felder fertig sind, das dauert doch noch Ewigkeiten. Kann man eigentlich aus der Karte raus? Weil es hat doch jemand gesagt, es gibt doch eine große Map, ne? Es gibt doch hier Regionen. Das ist Synapsia. Können wir nicht mal bei den Nachbarn vorbei und ein bisschen jagen gehen oder so? Kommen wir da überhaupt hin? Wozu ist die Übersicht? Kann ich nichts klicken, nicht zoomen, nichts machen. Also hier sind wir überall friedlich. Freundliche Siedlung, die sind um uns herum. Hier sind die Feinde. Ich glaube, das geht noch nicht. Soweit sind die noch nicht im Spiel. Vielleicht finden wir noch, was sich bewegt. Wenn nicht, machen wir jetzt... Ja gut, komm, ich gehe das Risiko jetzt ein. Oder? Ich meine, ob sie jetzt verhungern oder im Kampf sterben, ist jetzt ja auch irgendwie zweitrangig. Haben wir schon, sind schon Pilze fertig? Echt? Moment. Ich glaube, Pilze sind noch nicht fertig, oder? Die kommen doch immer erst im Herbst. Weil ich habe noch keine Pilze gesehen hier irgendwo. Wir können ein bisschen aus Birkenrinde eine Suppe machen. Haben die das nicht damals so gemacht? Ah, doch, da sind Pilze. Wir sammeln mit dem Körbchen. Bitte ganz dringend sammeln. Da sammeln. Da sind Pilze. Vielleicht finden wir noch hier den einen oder anderen Spot. Da sind Pilze, aber ich bin mir nicht sicher, ob die an jeden Pilz rankommen. Manchmal sind die Ebenen so beschissen. Gucken jetzt einfach mal, wo überall Pilze sind. Vielleicht langt das ja, um die nicht direkt frecken zu lassen. Ja, gucken wir mal. Ach, shit. Das ist blöd, weil die Arbeitskraft ist sowieso schon... Ah, da ist auch ein Pilz, sehe ich gerade. Mitten in unserem Garten. So, bitte jetzt nicht verhungern. Das wäre eine schöne Nummer. Da haben wir's. Knacki! Edward blickte sie ständig hinter sich, aber es waren die blutenden Striemen an den Knöcheln von Edward, die ihn als Häftling auf der Flucht verrieten. Würdest du ihm Unterschlupf gewähren, er könnte verfolgt werden. Sicher. Wir brauchen noch jemanden, der Wölfe jagt. Da ist Edward. So, warte mal, jetzt können wir bei Edward mal gucken. Edward mit den Scherenhänden, ob der noch die Fesseln anhat. Nö, hat er nicht. Also entweder ist es rausgenommen worden oder nicht jeder Flüchtling hat Ketten an den Händen. Oder ich bin zu doof. Also wir haben viele Möglichkeiten. Da haben wir Pilze gesammelt, das ist schon mal sehr, sehr fein. So, wen nennen wir denn? Wie nennen wir denn Edward? Lass mal kurz rüber gucken. Edward. 37, 1,83. Komm, dann machen wir Bob draus. Bob, der Baumeister. Okay. Ein Wodan brauchen wir auf jeden Fall auch noch, aber da sehe ich Wodan nicht. Wodan wird auch noch 1,10, aber jetzt machen wir erstmal Bob.
So, vor allem, wenn wir den 22. der Feind anrücken. Achso, was kann denn Bob? Das sollte man vielleicht mal gucken. Müssen wir nicht mal ein bisschen bewaffnen. Müssen wir erstmal hier... Nee, Terminplan wollten wir nicht. Wir wollten... Was kann denn er? Der ist auf jeden Fall im Nahkampf gut. Haben wir denn noch Nahkampfwaffen über? Warte mal, jetzt können wir erstmal einstellen, dass er alle Schilde nimmt. Sich einen Helm anzieht. Winterkleidung anzieht. Können wir die anderen auch... Achso, müssen wir die umziehen? Müssen wir das ändern? Oder können die auch in Winterkleidung im Sommer rumrennen? Gute Frage, ne? Ich lasse mal auf alle Kleidung. Rüstung. Alle Rüstung. Du isst normal, du nimmst alle neutral. Genau. Ja, und Waffen, da ist halt die Frage... Machen wir auf alle Waffen. Mal gucken, was er sich schnappt. Und dann schauen wir das einfach nochmal an. Ob er sich die richtige Waffe nimmt. Achso, genau. Sagt jemand, in den Fähigkeiten kann man sehen, ob er Nah- oder Fernkämpfer ist. Warte mal, wo war denn das? War das Verwalten? Oder war das hier? Nahkampf. Jemand sagte, man sieht, ob der Nahkampf auf einhändig oder zweihändig beschränkt ist. Aber... Ah, hat sich auf jeden Fall eine Zweihandwaffe geschnappt. Gut, hat auch 4,26 DPS. Das ist gut. Naja, Hauptsache bewaffnet, ne, wenn der Feind kommt. Jetzt haben wir zwei Bogenschützen. Wir haben jetzt Slash und Jack, die von runter... Das Fabi... Oh, das ärgert mich. Das ist nämlich richtig doof. Die hätten wir jetzt schön für die Verteidigung gebrauchen können. Schade eigentlich. So, wenn die mit dem Eisenabbau fertig sind, sollte das eigentlich auch vorangehen. Wir haben nicht genügend Essen, ne? Das ist echt ein Problem. Wir brauchen noch irgendwie... Ich trau mich... Oh, da sind noch Pilze. Naja, sind nur weit genug weg gewesen. Da sind noch Pilze. Wir müssen aus einer gewissen Entfernung gucken, dann sehen wir die Pilze besser. Sind die schon wieder nachgewachsen? Das ging aber schnell. Müssen wir halt erstmal mit Pilzen überwintern. Ja. Übersommern. Über Frühlingen. Na, das sieht aber ganz gut aus, ne? Da ist nochmal Pilze. Ja, lassen wir es mal so laufen. So, zumindest haben wir überall die Mauer zu, das ist schon mal gut. Vielleicht sollten wir hier auch irgendwo mal eine Treppe einplanen, dass sie hier nach oben gehen können. Das machen wir jetzt nochmal direkt. Wir bauen eine Kalkstein-Ziegel oder aus Kalkstein. Aber beides nicht. Dann bauen wir so aus Holz erstmal. Zack. Und da oben bauen wir noch eine Platte dran. So, 14 Stunden noch, dann kommt der Feind. Wie lange brauchen eigentlich unsere Felder? Reift. Noch 3 Tage. Ein Tag. 3. 3. Und der Lein braucht richtig lang. Also der Kohl ist in einem Tag fertig. Ich befürchte aber, die Felder mit 16 sind zu klein. Aber dafür werden sie halt schnell angebaut, ne? Ach ja. Rest in peace, Fabi. Werde ich jetzt gut gebrauchen können gegen die Feinde. Ja, nicht, dass Bob nichts drauf hat, aber ich denke, mit noch einem weiteren Bogenschützen wäre es auf jeden Fall besser verlaufen. Was hat er, wenn die Pilze geholt? Deswegen sind es die weiten Wege. So.
So, der Kalkstein fehlt, ne? Ach so, wir haben keinen Kalkstein mehr grundlegend da, ne? Dann müssen wir, warte mal, dann machen wir das mal folgendermaßen. Dann sagen wir hier mal Stopp. Sagen da mal Stopp. Und dort. Und dann werden wir erstmal hier, da, 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 das hier rauszimmern. Kommen die überhaupt dahin? Ja, von unten, ne? So, jetzt haben wir Bob gar nicht in seine Tätigkeiten eingeteilt. Was kann er denn gut? Er kann gut kochen. Da haben wir aber schon drei Köche. Kochen. Was? Kochfähigkeit 0. Okay, dann brauchen wir. Nee, das bringt nichts. Warte mal. Dann brauchen wir wieder hier die Prio 1. Jagen brauchen wir nicht einsetzen. Wo war denn? Behandeln, genau. 9. 8. Ja, komm, hier machen wir auch Prio 1. Dann machen wir den Transport auf 2. Und den Hausmeister auf 2. Ah, warte mal, anfertigen. Machen wir auch auf 2. So. Da wird direkt hergestellt. Sehr schön. So, 10 Uhr. Noch 2 Stunden kommt der Feind. Bis dahin haben wir, glaube ich, nicht den Kalkstein hier weggezimmert, den wir brauchen. Aber ich meine, wir haben eine Mauer und wir haben ja eine Doppelmauer. Also der alte Innenteil steht ja noch. Von daher passt das eigentlich ganz gut. Unmittelbar bevor. Wo bleibt der Feind? So. Hat Bob übergeben? Nein, ganz sicher nicht. Wir machen uns kampfbereit. So, da stehen sie. Wir haben noch keine Schilde, ein paar Schwerter, ein bisschen Speere und keine Bogenschützen. Das könnte mein Vorteil sein. So, und sie kommen von hier. Das ist doch schon mal nice. Noch haben wir keine Pfade, weil sie noch nicht angreifen. Das bedeutet aber, wir nehmen jetzt schon mal Jack und Slash. Machen die in den Kampfmodus. Und stellen die hier hin. So, dann werden wir hier den Rest der Truppe. Bob ist noch glücklich. Der ist noch nicht so lange dabei. Den Rest der Kampftruppe werden wir erstmal hier positionieren. Achso, wenn wir erstmal den Kampfmodus setzen. Und hier positionieren. So, jetzt schauen wir mal. Kommen die überhaupt schon da hoch auf die Mauer? Nee, Slash ist schon oben. Okay, pass mal auf, Slash. Du gehst hier hin. Und Jack hier hin. Ah ja, das langt. Die brauchen gar nicht die Platte hier vorne. Das ist natürlich praktisch. So, und der Rest der Truppe. Was ist das so? Jo. Sollen wir die erstmal von oben beballern lassen und dann den Rest der Truppe rausschicken? Da bin ich mir halt unsicher. Wir haben allerdings keine Fallen vor der Tür. Ist halt die Frage, ob wir hier die hier reinstellen können. Ich meine, wie breit ist das? 3 breit, ne? Da werden sich gerade mal 3 nebeneinander stellen können. Da können wir uns auch wahrscheinlich gegenseitig behindern. Mal schauen. Wir lassen das mal gerade laufen. Wir warten mal, bis der Feind angreift. In der Hoffnung, dass er überhaupt den Weg nimmt. Boah, das sind aber viele. Sehe ich gerade. Das könnte jetzt ein bisschen eklig werden. 8 Leute. Puh. Ich würde sagen, ich lasse sie durch die Türen kommen, ne? Dass sie hier die Tür angreifen. Was ich auch ein bisschen schade finde, dass wir die nicht... Jetzt greift der Feind an. Moment. Bob brauchen wir noch. So. Dass wir die hier nicht in eine Reihe aufstellen können, so wie man es bei den Taktikspielen macht. Ich warte jetzt mal, was passiert. Wir gucken mal, wo die angreifen. Das sieht schon mal so aus, als wollten sie dahin. Nee, noch sehen wir nichts. Doch, jetzt sehen wir sie. Hä? Nein!
Nein, die gehen durch die Lücke. Weil hier offen ist. Warum ist denn der Baum noch nicht weg? Das kriegen wir jetzt nicht mehr in der... Nee! Scheiße. Kann ich jemand... Nee. Das ist doch scheiße. Kann ich da noch schnell was davor setzen? Nee, wir haben dieses Material nicht dazu, ne? Kann ich jetzt, wenn... Boah. Wenn ich jetzt Bob nehme und den rausmache und sag, priorisiert bauen, Ressourcen nicht verfügbar. Nee, es funktioniert nicht. Nee, der Baum ist immer noch nicht weg. Ich habe nicht drauf geachtet. Was ein Fail. Na, wir gucken mal, was die Bogenschützen machen. Wir lassen sie mal hier. Ich meine, sie müssen ja im Zweifel hier an die Tür, ne? Hier ist ja auch noch eine Tür. Nee, Raubling, abwarten. Ja, siehst du? So. Was ist das? Wir wollen jetzt außen rum? Nee. Wir bleiben hier. Seh nix. Hier ist alles so geengt. Scheiße. Zurück. Zurückziehen. Hier. Okay. Jetzt ihn hier. Scheiße, ich sehe nix. Sieg. Oh, wir haben es geschafft. Okay, das war ein harter Fail, das voroffen zu lassen. Hm, fantastisch. Ja, wunderbar. 2,5 Stunden, aber wir haben es geschafft. Ist irgendjemand hart verletzt? Genau, jetzt machen wir erstmal den Rest, den Gar aus. Genau. Ist noch einer auf der Flucht? Nö. Warte mal, wir markieren mal alle. So, bitte mal versorgen. Das war blöd. So, ich werde jetzt auf jeden Fall... Nee, nicht wieder arbeiten. Pass mal auf. Sendipity. Ah, da hackt... Da liegt noch ein Leiche im Weg. Kann das sein? Können wir jetzt sagen, Sendipity, hack mal das Ding weg. Sendipity, geht's gut, oder? Jo. Bitte mal Burger priorisieren. Danke. Machen wir das nämlich als erstes zu, sonst kriege ich hier die Krise. Wir hätten die Baumwipfel ausschalten können, ne? Dann hätten wir besser gesehen, boah, wie das hier aussieht. Leichen pflastern ihren Weg. Na gut, gibt's neue Waffen und Sachen zum Verwerten. Haben sie denn für ein Schwert mitgebracht? Naja, nicht so. So, vielen Dank. Ey, versorgt euch doch erstmal bitte. Was macht ihr denn jetzt? Könnt ihr euch erstmal ins Bett legen? Voll am Ausbluten. Ah, jetzt. Raubling wird versorgt. Hey, hier versorgt jemand, der voll am Bluten ist. Jetzt legt sich Bob hin. Ey, nix essen. Ab ins Bett. Gut, die haben Hunger, ne? Ja gut, wir haben das ja schon oft mitgemacht. So, kann man jemand Bob versorgen, bitte? Haben wir noch Kräuter? Ja, Kräuter haben wir genügend. Da wird Bob versorgt. Sehr schön, Raubling. Nice. Ah, was ein Glück. So, hier ist auch die Mauer zu. Nee, ist noch nicht zu, ne? Nee, ist noch nicht zu. So, Minias ist noch im Keller unterwegs. So, aber ich denke, bis der nächste Angriff kommt, das dauert. Das wird schon gehen. Das kriegen wir hin.
So, Tag 6 des Frühlings. Es regnet natürlich wieder, klar. Wie sieht's denn aus mit den Pflanzen? 3 Stunden noch, dann ist es fertig. Das ist nice. 2 Tage. 2 Tage. 3 Tage. Also Runkelrüben brauchen richtig lang. Wir sollten vielleicht noch ein zweites Kohlfeld machen, damit wir so ein bisschen so im Versatz, dass die Sachen reif werden. Werde ich mal direkt anlegen. Dass die hier unter der Mauer sind, ist halt auch kein Abbruch, ne? Die wachsen genauso, ja. Aus wie Schatten wird nicht simuliert. Sehr schön, dass nicht noch weitere gestorben sind. Aber warte mal, da vor der Tür liegt noch irgendwie. Da liegt noch wer. So. Kann man hier mal die Leichen wegräumen oder ist hier kein Platz? Ist kein Platz, ne? Werden denn die Leichen... Ah, die werden schon verbrannt. Jetzt sollte man noch einen zweiten Scheiterhaufen bauen, oder? Wo war das nochmal? Da. Da waren jetzt 8 Stück oder was? 7? 7 Stück. Wenn die mich alle beisetzen, geht's denn auch besser. Zieht nicht so in der Stimmung. So, wir dürfen nicht vergessen, ich wollte den zweiten Stock hier drauf machen, um Einzelschlafräume hinzukriegen. Aber erstmal müssen die ganzen Leichen weggeräumt werden. Die nehmen jetzt schon mal die Sachen mit. Wir haben in unserem Waffenlager gar keinen Platz, oder? Und doch ein bisschen was geht noch. Jetzt wird. So, dann müsste sich noch einer um die andere Leiche kümmern, aber ich glaube, der wird jetzt gleich rübergetragen. Nee, zu Kannibalen werden wir nicht. Chat sagt, ess sie doch. Nee. Das wollen wir nicht. Die werden hier. Achso, Moment. So, hast vergessen. Was war das eben? Wunden müssen versorgt werden, ja, bitte. Ja, das mit dem Beet muss ich noch umbauen. Wir brauchen den zweiten Stock. Dann machen wir einen separaten Beetraum. Dann machen wir noch ein Lager für die Waffen. Und ich würde sagen, das bauen wir im Keller aus. Ich denke mal, wenn wir jetzt die Verteidigung komplett fertig haben, dann werden wir uns um den Kellerausbau kümmern. Dann werden wir das so ein bisschen verzweigen, dass wir im Keller noch andere Lagerräume haben. Und dann könnten wir zum Beispiel Bücher unten lagern, das Holz separat lagern, weil das muss nicht unbedingt überdacht sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder Steine müssen zum Beispiel nicht überdacht sein. Also gibt es so einiges. Aber jetzt muss erstmal die Mauer fertig werden. Vor allem muss hier das Loch geschlossen werden, damit die Mauer einen Sinn hat. Oh Mann, ich Profi. Ja, und die Zinnen müssen wir fertig setzen und solche Dinge. Die kamen jetzt zum Glück nicht mit Bogenschützen. So. Da wird gespeichert. Serendipity ist 31 geworden. Wir gehen in Warp 1 und ich verabschiede mich aus dieser Folge. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder, wenn das hoffentlich ein bisschen besser wird. Hier. Da ist ein Loch in der Mauer, Karl Otto. Ja, wie erklären wir das unseren Kindern? Wie ist damals unsere Siedlung gefallen, Papa? Da war ein Problem. Da hat jemand nicht aufgepasst. Und hat die Mauer nicht geschlossen. Und so sind viele Verwandte in dem Krieg 1800 Eppes gestorben. So, ihr Lieben, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.